kommt herein, hört und staunt. Nasruddin Hodja, der berühmte Schelm und scharfsinnige Mensch, war einmal Berater eines Paschas, eines höheren Herrn. Und dieser pflegte nun, des Nachmittags einen Ausflug in die Wüste zu unternehmen. Und Nasruddin Hodja hatte sich drei Datteln eingepackt, aber drei von der besonderen Sorte, seine Lieblingsdatteln, in Honig gesotten, mit Pistazien gefüllt, mit Zimt gewürzt, eine Köstlichkeit.